Tja, vielleicht hat diese Torgarantie des Dr. Konrad auch rund 15.000 Zuschauer ins Hanapi-Stadion gelockt. Friedrich Thorberg, der Große, hat einmal gesagt, Austrianer ist, wer es trotzdem bleibt. Ich sag Hut ab vor dieser grün-weißen Großfamilie. Da war diese Euphorie durch die Rückkehr des Steffen Hofmann. Das Tal der Trainer nach der Verletzung von Steffen Hofmann letzten Samstag in Ried. Und dann füllen die Fans das Hanapi-Stadion beim Heimspiel gegen den nur Aufsteiger SCR Altach. In Vorarlberg werden Sie sagen, das interessiert uns alles nicht. Wir haben selbst genug Probleme. Drei Heimspiele, dreimal verloren, dreimal nicht wirklich die schwächere Mannschaft. Aber Michael Streiter musste, konnte, wollte unbedingt etwas ändern für das erste Auswärtsspiel dieser Saison. Er darf endlich diesen Herrn aufstellen. Der heißt Fräulein Ledesma, ist 28 Jahre alt, kommt aus Costa Rica und endlich ist für ihn auch die Freigabe aus Griechenland eingetroffen. Streiter kehrt zurück zum 4-4-2 und Ledesma bildet das neue Sturmduo des SCR Cashpoint gemeinsam mit Leonardo Pereira da Silva, dem 26-jährigen Brasilianer. Der hat schon einmal in dieser Saison gegen Salzburg gespielt. Im Mittelfeld rechts Harald Unverdorben zurückgerückt, aber die Position hat er schon in der Red Sark ersten Liga gespielt. Neben Kapitän Oliver Schnellrieder Patrick Meyer statt des Fremdkörpers Dorta, links Kai Šopić und hinten die angesprochene Viererkette mit den Innenverteidigern Guem und Chinchilla Vega, die alles aufhalten sollen, was Schnellrieder nicht abräumt. Und die neuen Außenverteidiger Manuel Schmidt, Bundesliga-Debüt, Enrico Pfister erstmals in der Startelf vor Goli Mario Krasnitzer. Und bei Rapid freuen sie sich, dass dieser Mann nicht nach Italien gewechselt hat. Gyat Garic, den sie alle nur Jury nennen, geht nicht zum AC Torino, bleibt bei Rapid und bleibt auch heute auf der Position des rechten Außenverteidigers. Die Viererkette von Georg Zellhofer unverändert mit Martin Hieden und mit Josef Valachovic. Links Markus Katzer, aber rechts im Mittelfeld auf der unter Anführungszeichen Hofmann-Position. Saisondebüt für U19-Teamspieler Willi Kablak. Im November wird er erst 18, soll hier viel Dampf machen. Peter Linker macht Zerrung des Kreuzbandes im rechten Knie doch dabei. Unterstützt eben von Radek Bebel, der statt Peter Voriszek zum ersten Mal in dieser Saison in der Anfangsformation steht. Links noch Matthias Dollinger, Mario Basina in seiner geliebten Rolle als Halbspitze. Ganz vorne Mate Bilic. Steffen Hofmann war also schon bei Talk und Tore, wurde flugs herunterchauffiert ins Hanapi-Stadion und drückt seinen Kameraden hier die Daumen. War ja schon ein Glücksbringer beim Heimspiel gegen Sturm Graz. Aber ich kann die Rapid-Fans beruhigen, ohne Steffen Hofmann hat Rapid die letzten beiden Heimspiele sehr deutlich gewonnen. Eben das 4-1 gegen Sturm und 6-0 in der letzten Saison am Ende gegen die SV Joskori. Rapid im traditionellen, heuer quer gestreiften Grün-Weiß, die Altacher ganz in Schwarz gekleidet. Der Sportdirektor mit nachdenklicher Miene, Peter Schöttl auf der VIP-Tribüne. Matthias Dollinger, da ganz links im Bild, macht sein drittes Spiel in Serie in der Rapid-Startaufstellung. Das ist ihm, seit er hier in Wien ist, vorher noch nicht gelungen. Dürfte also gesetzt sein. Ja, und Konrad Plautz, der macht heute sein 215. Bundesligaspiel, wird unterstützt von Markus Freund links und Armin Eder rechts. Gut gefangen, Konrad Plautz. Oliver Schnellrieder hat die Seitenwahl gewonnen. Nochmal die kurze Frage an Goli Mario Krasnitzer. Wo möchtest du zuerst spielen? Und er hat sich für das Tor vor der Osttribüne entschieden. Irgendwie nachvollziehbar. Und Konrad Plautz ist, in Vorarlberg möchte man mir vergeben, ein Glücksbringer für Rapid. Denn die letzten 5 Heimspiele unter seiner Leitung hat Grün-Weiß im Hanapi-Stadion ausnahmslos gewonnen.
Also schauen wir drauf, ob die Altacher die drei Heimniederlagen halbwegs weggesteckt haben. Alexander Guem hat ganz schön geschnitzt, soll aber heute mit Pablo Chinchilla Vega der Innenverteidigung Sicherheit geben. Rapid hat Anstoß und in Kürze gibt es die Premiere auf Premiere. Den Rapid gegen Altach, das gab's in einem Bewerbsspiel in Österreich noch nie. An die Arbeit! Erstmals Radek Bebel, der den Ball da Richtung Osttribüne trischt. Im Fansektor der Altacher ungefähr 20 bis 25 Unentwegte. Dankeschön. Ist doch eine ganz schön weite Anreise. Mario Krasnitzer hat also in jedem Spiel in der Bundesliga in dieser Saison zumindest ein Tor bekommen, aber an ihm ist sicher nicht gelegen, dass Altach noch keinen Punkt erobert hat. Chinchilla suchte da vorne seinen Landsmann, Ledesma hat ihn nicht gefunden. Markus Katzer hat sich Bilic zurückfallen lassen und verhindert jetzt auch einen etwaigen Altacher Konter, indem er den Ball da einfach über die Seitenlinie drischt. Das erste Foul dieser Partie und jetzt Überzahl fast für die Altacher am gegnerischen Strafraum. Gut aufgepasst hat Garic. Basinar gleich von zwei Leuten umgehauen, von Schnellrieder und von Guem. Und da gibt es die erste Ermahnung von Plautz, und zwar Richtung Alexander Guem. Ja, triffst du ihn nicht, ich erwische ihn sicher. Nach diesem Motto ist Guem da seinem Kapitän Schnellrieder in die Attacke gefolgt. Helge Peier, auch er noch nicht zu Null in dieser noch jungen Saison. Oh, was macht Chinchilla Vega da? Bringt seinen Partner Guem in Probleme, aber der hat das dann letztlich gut gelöst mit der Kopfballrückgabe. Vor 8 Jahren schon mal für Altach tätig, noch in der Regionalliga, Pablo Chinchilla Vega. Wohnt übrigens bei der gleichen Gastfamilie wie damals. So schön familiär ist es im Ländle, oder? Patrick Meyer, also statt Dorta in der Startelf, der wird in 5 Tagen gerade mal 20 Jahre jung, hat aber schon in der Rezag-Ersten Liga ausgesprochen gute Spiele im offensiven Mittelfeld der Altacher abgeliefert. Ballverlust leichtfertig von Unverdorben. Basina schön weitergespielt auf Markus Katzer, aber da sind gleich 3 Gegenspieler um ihn herum, das konnte nicht gut gehen. Ist da relativ allein auf der rechten Seite. Kablak lässt sich schon in der Anfangsphase immer ins Zentrum fallen. Ist ja wahrlich kein wirklicher rechter Flügel. Das erste Zusammenspiel von Leonardo und Ledesma. Garic versucht den Steilpass auf Dollinger und der wird zu steil. Aber auch so könnte es gehen, dieses dichte Mittelfeld der Vorarlberger zu überwinden. Einfach mal den Steilpass auf die Seite riskieren. Dollinger war da in Stürmerposition aufgetaucht.
kurzes Abwarten der Vorteilsregel von Konrad Brautz. Dann gibt es doch den Freistoß für die Altacher. Und die versuchen auch ihrerseits gleich den Steilpass nach vorne in die Spitze. Alexander Guem war der Absender. Aber auch der war zu steil in diesem Fall für Ledesma. Tja, auf jemand, der am Boden liegt, tritt man nicht hin. Diese Aussage haben ihm einige Herrschaften übel genommen, dem Michael Streiter. Aber er hat das sicher nicht negativ gemeint. Mario Krasnitzer hat uns das auch im Vorlauf dieser Partie bestätigt. Harald Unverdorben hat ja den SC Altach in die erste Bundesliga geköpfelt. In der vorletzten Runde der Red Zag ersten Liga als Joker damals. Und auch da kam er für die Position des rechten Mittelfeldspielers. Na, vielleicht ein gutes Omen. Vollständigkeit halber, es war ein 1:0 Erfolg im eigenen Stadion. Jörg Zellhofer hat sich also entschieden, Veli Kavlak hier von Beginn an einlaufen zu lassen. Manche haben auch Erwin Hoffer auf dieser Position erwartet, aber der Jimmy bleibt wohl als Raketenstürmer im Talon. Der mit dem fashion Stirnbandel hätte das Zeug gehabt, zum Torschützenkönig der U19 EM zu werden. Dann kam diese vermaledeite zweite gelbe Karte dazwischen. Guter Pass, diesmal von Šopić, und da ist die erste große Tormöglichkeit und ist noch immer da. Und da ist dieser Unverdorben und er ist es wieder mit dem Kopf. 6,5 Minuten gespielt, beste Möglichkeit des Spiels, die erste eigentlich. Und da hat Šopić zu viel Spielraum und die beiden Stürmer haben ihn auch. Hieden zwar bei Ledesma, aber keiner bei Leonardo. Kaya kommt gut raus, macht den Torschuss unmöglich, aber dann kommt auch Unverdorben völlig frei zu diesem Kopfball. Sehr nachlässig, die Rapid-Defensive. Distanz zum Tor gut 30 Meter bei diesem Freistoß für den Rekordmeister. Na, wie viele dürfen es denn sein in der Mauer, Herr Krasnitzer? Ganze Menge. 4, da wird wohl noch ein Mauerbrecher kommen. Da ist Dollinger, da ist der Steuerschuss. Was für ein Freistoß von Matthias Dollinger. Scharf vorbei an seinem zweiten Bundesligator. Und Krasnitzer war da noch mit den Fingerspitzen dran. Nächster Freistoß für Rapid. Mario Basena bekommt da schon in der Anfangsphase einiges ab. Wieder zwei bei ihm, zuerst Schmidt und dann Patrick Meyer. Beweist zumindest, dass sich Patrick Meyer für Defensivaufgaben nicht zu schade ist. Der Freistoß war einen Direktversuch wert, aber er ist Veli Kavlak nicht so gelungen, wie sich der Bursche das vorgestellt hat. Der war viel besser. Matthias Dollinger an der Mauer vorbei. Krasnitzer wäre mit den Fingerspitzen rangekommen, aber der Pfosten hat sowieso gerettet. Aber Altach kontert schon wieder über Ledesma. Schön zurückgespielt. Tor! Das neue Sturmduo schlägt im zweiten Versuch zu. Exakt 9 Minuten gespielt. Rapid 0, Altach 1. Leonardo Pereira da Silva. Und da schaut Georg Zellhofer genauso alt aus wie seine Abwehr. Er lässt sich Hieden verschleppen, dann der Pass in den Rücken, alle viel zu weit weg vom Gegenspieler. Aber Ledesma macht das auch mit seinem bulligen Antritt sehr stark. Aber Leonardo so frei stehen zu lassen,
Abseitsposition auf der anderen Seite von Mate Bilic. Leonardo da Silva Pereira. 3 Tore hat er gemacht vor einem Monat in einem Testspiel gegen Rivela Bregenz. Das ist nicht unbedingt aussagekräftig. Aber er ist ein Torjäger. Und so eine Chance lässt er sich nicht entgehen. Tja, da gibt es was zum Nachdenken bei den Herrn Hieden und Valachowicz. Konter jetzt von Rapid. Wunderbar gespielt von Babel. Kein Abseits von Matthias Dollinger. Die Flanke zu nah zum Tor. Da muss der Torhüter sein. Und da war er auch, Mario Krasnitzer. Pfister ins Feuer, aber der holt die Kastanien noch mal raus. Ja, da lässt sich dann schon etwas leichter angehen mit so einem Erfolgserlebnis. Das erste Stürmertor im Übrigen der Altacher in dieser Saison. Das erste aus dem Spiel. 2 haben sie bisher nur gemacht. Die resultierten beide aus Freistößen und beide Male haben Defensivspieler getroffen. Mit Schnellrieder und Moore. Der sitzt heute im Übrigen nur auf der Ersatzbank. Mit Ansage, Kavlak wäre wohl besser postiert gewesen. Da Hieden reklamiert Foulspiel von Ledesma, bevor er da vorbei ist. Aber für mich ist das ein normaler Zweikampf. Beide zupfen da am Trikot des Gegners. Da setzt sich einfach der körperlich stärkere Mann aus Costa Rica für meinen Geschmack durch. Andere Meinungen natürlich nicht ausgeschlossen. Dollinger etwas abgehoben, aber da war sicher ein Foul von Schnellrieder dabei. Schnell auch der Freistoß bereits abgespielt. Kavlak. Immer zieht es ihn in die Mitte. Garic ist auch rechts jetzt fast als Flügel unterwegs. Diese Aufgabe muss er auch wahrscheinlich das ganze Spiel über durchhalten. Linker. Ah, schön gemacht von Basel. Mate Bilic und Alexander Guem zur rechten Zeit mit dem Tackling. Da hat sich Bilic eine Sekunde zu lang Zeit gelassen und schon wieder läuft der Konter über Unverdorben. Abseits sollte das sein, ist es auch. Fleißaufgabe von Helge Payer. Aber wieder blitzschnell die Vorarlberger mit 2-3 Pässen vor dem gegnerischen Tor. Knappe Entscheidung, aber richtig gut gesehen von Schiedsrichterassistent Armin Eder und vor allem hat er erst dann die Fahne gehoben, als Ledesma auch am Ball war. Das war Mate Bilic, der zu lang zögert und somit Alexander Guem die Chance gibt, hier noch einzugreifen. Basina schon zu einem Kunststück angesetzt, aber der Ball kam nicht bis zu ihm. Immer wieder entfleucht da auf der linken Seite dieser Ledesma seinen Gegenspielern. Und die haben es schwer. Garic, wie ich schon erwähnt habe, sehr mit der Offensive beschäftigt.
Daher Rapid eigentlich da hinten nur mit einer Dreierabwehr. Und das hat Fräulein Ledesma schon in der ersten Viertelstunde gut erkannt. Zwischenbilanz nach 15 Minuten. Rapid mit deutlich mehr Ballkontakten, mit deutlich mehr gewonnenen Zweikämpfen, aber Altach führt 1-0. Schmidt. Unverdorben mit der Sicherheitsvariante, Einwurf für die Altacher. Schnellrieder, wie wir ihn kennen. Das gibt die erste gelbe Karte der Partie nach knapp 16 Minuten für den Altacher Kapitän. Attacke noch von der Seite an Peter Linker, der einerseits gemeint hat, ein bisschen vorsichtig wäre ich schon in die Zweikämpfe gehen mit meinem ledierten Knie. Da war bei Schnellrieder von Vorsicht keine Rede. Ja, wohin denn? Schauen Sie, wie die Altacher da die Passwege im Mittelfeld sehr geschickt zustellen und dann ihrerseits schon rund 15, 20 Meter innerhalb der gegnerischen Hälfte attackieren. Kratzer. Valachowicz auf Garic, aber der gleich wieder unter Druck gesetzt von zwei Gegenspielern. Das war ein Notpass von Valachowicz, der landet via Chinchilla wieder bei den Grünen. Linker auf Dollinger. Der nimmt wohl Katzer mit. Nein, lässt ihn aus. Da ist Bilic, der lässt den Ball aus. Und Basina, Bilic, 1-1. Zweites Saisontor für den neuen Mann mit der Nummer 9, den Nachfolger von Axel Lavare. Hat das Furioso gegen Sturm Graz hier eröffnet und Michael Streiter, der einen sehr guten Auftritt seiner Mannschaft bisher gesehen hat, sieht, wie sich Guem da verschätzt, Bilic unfreiwillig für Basina auflegt, der sehr überlegt zur Nummer 9 zurückflankt und nach 17 Minuten steht es 1-1. Krasnitzer musste da einfach raus und Guem kann letztlich nicht mehr eingreifen. Zu 50% für meinen Geschmack allerdings ein Zufallsprodukt schon in der Entstehungsgeschichte, aber das wird Rapid Schnurz egal sein. Und es bleibt also bei der von Martin Konrad angekündigten Statistik, weder Rapid noch Altach können in dieser Saison bislang zu Null spielen. Nächste gelbe Karte, wieder für den Altacher, für Manuel Schmidt. War ziemlich rücksichtslos von hinten gegen Matthias Dollinger. Gelb geht völlig in Ordnung. Alle Rapidler weit aufgerückt. Da wäre mehr drin gewesen bei dieser Kontersituation für die Vorarlberger. Kavlak auf links.
Meter. Rechts startet wieder Garic, aber Linker entscheidet sich für die Dollinger Variante. Der Pass zu steil. Also das wollte Bilic sicher nicht. Ich denke, da hätte er schon viel lieber selbst aufs Tor geschossen, aber dann bekommt er ja die Chance nochmal, der Kopf. Unverdorben, jetzt attackiert Rapid auch schon sehr tief in der gegnerischen Hälfte, aber die Vorarlberger beweisen zumindest bis zur Mittellinie auch Ballsicherheit. Wieder Linker. Jetzt haben sie Überzahl am gegnerischen Strafraum, wenn es schnell geht. Bilic, schlecht gespielt, genau auf Chinchilla Vega. Schnellräder. Da ist Leonardo, wäre abseits von Ledesma gewesen, aber es war ein Handspiel. Martin Hidden hat den Ball noch immer in der Hand und bekommt jetzt als erster Rapidler Gelb in diesem Spiel. Jupp, im Stile eines Beach-Volleyballers. Es sind fast 40 Meter zwischen Ball und Tor. Der Patrick Meyer, der wird doch nicht. Der könnte es aus der Distanz und der macht es auch und gar nicht mal so schlecht. Ja, ziemlichen Bums im rechten Pratzerl. Macht auch fleißig immer Überstunden im Training. Letzte Woche gegen Tirol hat sich das noch nicht wirklich ausgezahlt. Kaschopic, wieder Patrick Meyer, auch bleibt gleich hängen an Linker. Chinchilla macht es wieder gut. Ein nächster Stockfehler von Patrick Meyer. Großer Einsatz von Mate Bilic, fairer Luftzweikampf mit Guem. Rapid unternimmt jetzt alles, um den Aufsteiger hier schon in der gegnerischen Hälfte unter Druck zu setzen. Zu weit vorgelegt, gut antizipiert auch von Radek Bebel. Rapid kommt über Basi nach vorne, aber nur Mate Bilic, aber den spielt er auch an. Und diesmal hat sich Guem nicht verschätzt. Von Jörg Garic. Rapid bekommt das Spiel immer fester in den Griff. Wieder Garic. Wieder suchen sie Bilic. Und wieder ist der Steilpass zu weit. Viel in Bewegung, Mate Bilic. Immer anspielbar da am gegnerischen Strafraum. Heute also Abschluss der vierten Runde der T-Mobile Bundesliga. Die kommende Woche, die hat es, was internationalen Fußball auf Premiere betrifft, in sich. Los geht's schon übermorgen Dienstag mit dem Champions League Qualifikationsheimspiel der Wiener Austria im Happelstadion gegen Benfica Lissabon. Das Ganze ab 20.30 Uhr live bei Premiere Fußball International zu sehen. Und am Mittwoch der nächste Streich, die Salzburger gegen Valencia, same time, same station. Apropos Mittwoch, da wird Konrad Plautz auch ein Spiel der Champions League Qualifikation leiten. Der Schiedsrichter der heutigen Partie, welches, das erfährt er erst morgen. Eines ist es mit Sicherheit nicht, Salzburg gegen Valencia. Pfister, gut gemacht gegen Garic. Dann lässt er sich etwas zu lange Zeit für die Flanke. Da wäre Leonardo schon wieder ungedeckt im Strafraum gewesen. Ah, gut.
Ruhe mit dem nächsten Schnitzer. Er setzt ihn auf den Hosenboden. Da ist Basina, aber da ist Cincilla vor Mate Bilic. Also um Alexander Nguyen mache ich mir schon langsam Sorgen. Cincilla schneidet dann den Passweg Richtung Bilic ab. Bebel. Das Linker, der kann es auch aus der Distanz, aber nicht so. Fahrspiel von Bebel beendet diese Offensivaktion des SK Rapid. Etwas schneller könnte es gehen. Senior Cincilla, das war die Ansage von Konrad Plautz. Aber der Verteidiger aus Costa Rica weiß natürlich auch, heikle Phase für sein Team. Da macht schon mal Sinn, das Tempo rauszunehmen. Also ich habe schon nach einer Viertelstunde angedeutet, Rapid mit deutlich mehr gewonnenen Zweikämpfen. Und diese Statistik ist noch weiter in die Höhe gegangen, was Grün-Weiß betrifft. Auch punkto Spielanteile, Ballkontakte, ganz klare Überlegenheit. Nona der Heimmannschaft, aber noch immer steht es 1-1 nach knapp einer halben Stunde. Und die Altacher kontern wieder. Harmlose Flanke, eine leichte Beute für den Torhüter der österreichischen Nationalmannschaft. Bebel, super Steilpass auf Mate Bilic. Aber auf dem glitschigen Rasen springt der Ball einmal auf und wird dann einfach zu schnell. Das Wetter in Wien, ähnlich wie die Gefühlssituation von Rapid in der letzten Woche. Die ganze Nacht hat es geschüttet wie aus Kübeln. Heute interessanterweise gerade zum Zeitpunkt, dass Michael Schumacher beim Ungarn Grand Prix ausgeschieden ist. Strahlender Sonnenschein mit 25 Grad. Und etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn ist der Regen wieder von neuem losgegangen. Wechselbäder der Gefühle und beim Wetter. Leonardo, da muss warten, unverdorben war in Abseitsposition. Noch immer Leonardo. Dann versucht er, den Kollegen Ledesma einzusetzen. Der Ball ist ihm beim entscheidenden Pass allerdings über den Rist gerutscht. Aber die beiden da vorne machen einen ausgesprochen guten Eindruck. Brandgefährlich. Markus Katzer hat da auch noch seinen Teil dazu beigetragen, dass aus diesem Angriff der Altacher letztlich nichts wurde. Garic an Ledesma. Ein ungleicher Zweikampf. Ich denke, das sind 25 Kilo Körpergewicht dazwischen. Patrick Meyer, Ball über der Torauslinie. Abstoß. Hat versucht, mit dem schwächeren linken Fuß noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Sich den Ball mal auf den stärkeren Rechten, versucht der Doppelpass, naja, so kann es auch gehen. Einstudiert war das sicher nicht. Enrico Pfister nimmt Leonardo mit auf dem linken Flügel. Das ist Kaschopic. Schnellräder, der sich dem gegnerischen Strafraum eigentlich sonst nur bei Standardsituationen annähert. Mutig von Manuel Schmidt gegen Dollinger, gut gegangen. Da bekommt er auch den Freistoß. Dollinger offensiv hui, defensiv eher pfui. Von seinen bislang bestrittenen 7-2-Kämpfen hat er einen einzigen gewonnen. Hier allerdings war klar die Absicht, den Ball zu spielen, erkennbar. Sei es drum, Freistoß
SCR Altach. Seite erfolgreich, holt den Freistoß raus, spielt ihn schnell ab, aber etwas ungenau Richtung Veli Kavlak. Oh, Schnitzer von Schnellrieder, sah da nur im Augenwinkel Bebel kommen. Das hat ihn überfordert. Dollinger auch zweiter Sieger im Zweikampf mit Leonardo. Webel, jetzt hätte mal drei Optionen nach vorn zu spielen, wählt die schwierigste, aber Bilic wurde festgehalten von Chinchilla, gleich angezeigt von Schiedsrichterassistent Markus Freund. Und das ist der vierte Mann, Christian Clement. Ruhig, Herr Streiter, ganz ruhig. Krasnitzer weiß, was da auf ihn zukommt. Dollinger mit links, das hatten wir schon mal per Freistoß, da hat das direkt versucht. Jetzt die Flanke rein, die war gar nicht mal so schlecht. Aber Chinchilla Vega als Kopfballsieger am eigenen 5-Meter-Raum. Verdorben. Leonardo diesmal elegant gebremst von Josef Valachovic. Nochmals der Slowake auf Garic. Georg Zellhofer spielt fast mit da unten. Immer wieder die Anweisungen. Genau dorthin sollte es gehen. Das hat er gerade angezeigt. Allerdings nicht bis ins Seitenaus. Michael Streiter steht seinem Konterpartner nicht viel nach. Beide Trainer sehr gesprächig in der Coachingzone. Da ist Ledesma und der läuft sich fest an Valachovic. Kein Foul, spielt jetzt weiter. Linker. Vorne startet wieder Bilic, ist kurz ausgerutscht und hat daher keine Chance mehr, an den Ball zu kommen. Hängen geblieben an Linker. Der Kompasina, der sucht wieder Bilic. Diesmal hat sich Schmidt ein wenig verschätzt. Jetzt bleibt der Ball da im Wasser liegen. Dollinger. Oh, spielt den Manuel Schmidt schwindlig, aber die Flanke zu hoch für Bilic und zu kurz für Pasina. Kai Šopić mit einer Sicherheitsvariante, die wohl kurz Mario Krasnitzer den Angstschweiß auf die Stirn getrieben hat. Wolle. Aber zum Glück für Altach doch einige Meter drüber. Erster Eckball in dieser Partie überhaupt nach mehr als 33 Minuten für Rapid. Von rechts ein Fall für den Linksfuß Matthias Dollinger. Jetzt hat sich die Umstellung von Georg Zellhofer im Rapid-Mittelfeld schon ausgezahlt. Das ist erst das insgesamt dritte Bundesliga-Tor des Tschechen und ein wenig freundlicher könnte der Schürrle jetzt auch schon reinschauen. Gut getimter Eckball von Matthias Dollinger auf die kurze Ecke und dort steigt Bebel hoch und setzt sich durch gegen zwei Altacher, auch gegen den Kapitän, gegen Schnellrieder. Und der Kopf
Kopfball letztlich sowas von platziert in die lange Ecke, dass Krasnitzer da absolut nicht mehr hinkommen kann. Vielleicht auch ein wenig irritiert durch Mate Bilic, der genau vor ihm stand. Zum ersten Mal in dieser Saison waren sie 1-0 vorne, die Burschen von Michael Streiter. Und das hat sich in nicht einmal einer halben Stunde schon wieder umgekehrt. Und jetzt geht die Post ab auf den Rängen von St. Anapi. Kommt dann nicht dran, begeht auch noch ein Foul, gleich angezeigt vom Schiedsrichterassistenten an Enrico Pfister. Willi Kablak nach knapp 36 Minuten der Rapidspieler mit den wenigsten Ballkontakten. Ganze 11 Stück. Eher enttäuschend. Linker, zwischen den Beinen von Pfister durch und Michael Streiter, fuchsteufelswild, sagt, das war nie und nimmer faul. Der nächste Dialog mit dem vierten Schiedsrichter und Pfister spielt ganz klar den Ball. In diesem Fall recht gehabt, Herr Streiter. Aber wenn das so weitergeht, macht das einem Namen in diesem Zwiegespräch mit Christian Clement heute noch alle Ehre. Der Streiter. Garic, da wollte er nie und nimmer aufs Tor schießen, sei ihm verziehen, war ja als Flanke Richtung Bilic gedacht. Und schon wieder hinten Gerd Garic. Einer der aktivsten in jedem Fall bei Rapid in dieser Partie. Geht mal der linke Außendecker, Markus Kratzer. Ball am schwächeren rechten Fuß, wollte sich ihn auf den linken zurücklegen. Das hat Manuel Schmidt und Alexander Guem sofort erkannt. Aber mit dem konstruktiven Spiel der Altacher nach vorne ist es nicht mehr sehr weit her. Die Konterattacken, wo es mit zwei, drei schnellen Pässen Richtung Rapid-Strafraum ging, waren brandgefährlich. Stumm. Das war für mich ein Foul von Cicilla an Mate Bilic. Pfister vorbei an Kavlak, da ist Čopić, zurück auf Pfister. Jetzt läuft der Ball ganz gut, Meier. Aber der ist wesentlich langsamer als der Jury, wie sie hier zu ihm sagen, als Garic. Basina, links geht Dollinger. Schöner Trick von Dollinger, hat er angedeutet, dass er Katzer mitnehmen will und dann hat er beinahe Manuel Schmidt versetzt, aber eben nur beinahe. Linker, Basina versucht der Doppelpass, schief gegangen. Čopić, aber schauen Sie, welche Kräfte da auf einmal auch ein Radek Bebel nach diesem Treffer freilegt. Der gute Mann wird in Bälde 34, in drei Wochen nämlich. Augenblicklich ist er unterwegs wie ein Jungspund. Kavlak. In so einer seltenen Ballkontakte gleich zunichte gemacht von Schnellrieder per Foulspiel. Naja, 9,15 Meter, nicht nur in Österreich Abstand.
Bilic, aber kommt Pfister zu Hilfe. Cicilla hat da nicht gut ausgesehen. Jetzt wieder mal eine Pause für die Akteure zum Durchschnaufen. Das Tempo phasenweise recht hoch in dieser Partie, aber immer wieder Verschnaufpausen wie diese nicht für die Fans von Rapid auf der Westtribüne. Pfister. Šopić. Hätte da durchaus wieder Pfister ins Spiel bringen können. Das war die schwierige Variation. Diesmal gutes Timing von Cicilla und ein guter Pass in die Spitze. Kein Abseits von Leonardo, aber dann bringt er den Ball nicht zur Mitte. Dort hat Harald Unverdorben gelauert und es gibt nicht mal Eckball für die Altacher. Aber wenn er mit solchen Pässen bedient wird, der gute Leonardo, ist das sofort ein Unruheherd im Strafraum der Rapidler. Allerdings war er jetzt auch als Letzter am Ball und daher Torabstoß, SK Rapid. Ein wenig überfordert mit diesem Querpass. Dollinger Nutznießer. Foulspiel von Guem an Basina. Der Freistoß schon wieder schnell abgespielt. Rapid hat sehr eilig in der Schlussphase von Hälfte 1. Und gewinnen allein ist dem Rekordmeister ja bei Heimspielen offenbar zu wenig. Das Motto heißt auch ein Feuerwerk abbrennen. Den Fans etwas bieten, wie sagt Arsène Wenger, Fußball muss ein Fest sein. Rapid arbeitet daran und wenn sie so weiterarbeiten, werden noch sehr oft in dieser Saison so viele Zuschauer nach St. Hanabi pilgern. Allerdings ein gutes Spiel braucht auch einen starken Gegner und die Altacher, obwohl sie die Führung hergegeben haben, jetzt im Rückstand liegen, machen auf mich einen ausgesprochen guten Eindruck. Rebel, jetzt wäre Kavlak mal wirklich ganz rechts im Mittelfeld und noch dazu frei, aber jetzt hat es Rapid nicht so eilig. Valachovic. Und Kavlak schon wieder im Zentrum, da ist er. Ah, gute Idee, hat versucht durchzustecken auf Basina. Ja, und Peter Linker schont sich keineswegs in den Zweikämpfen, auch mit dem ledierten Knie. Tolle Bilanz, 8 von 10 Zweikämpfen hat der Slowake für sich entschieden. Richten auf den rechten Fuß. Šopić, das hat böse ausgesehen, beide. Šopić und Linker mit ziemlich gestreckten Beinen. Gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Also mit den 15.000 bin ich ganz gut gelegen mit der Schätzung. Offizielle Zuschauerzahl jetzt von Andi Marek verkündet: 14.800. Wir sind in der letzten Minute der ersten Spielhälfte angekommen. 60 Sekunden wird uns Konrad Plautz dann noch draufpacken. Da
quasi. Na, im Abseits. Richtig gesehen von Markus Freund. Der Ball war sehr lange in der Luft. Beim Abspiel war der kleine Kroate zwei, drei Schritte zu weit vorn. Hier im Zurücklaufen, aber in knapper Abseitsposition. Dollinger, diesmal war sie noch nicht abseits, aber diesmal Guem auch aufmerksam. Also Alexander Guem hat sich erfangen nach 20 Horrorminuten. Mittlerweile recht stabil in der Altacher Innenverteidigung. Malachowicz mit dem Blick nach rechts, da ist Garic auch tatsächlich mal in der Vorwärtsbewegung noch in der eigenen Hälfte. Und jetzt ist er nicht da, jetzt fehlt er. Da ist Ledesma. Gut gesehen auf Chinchilla, der da aufgerückt ist. Und das müsste Abseits sein und ist es auch. Treffer zählt nicht. Chinchilla reklamiert Foul-Elfmeter. Leonardo reklamiert gar nicht. Er weiß, dass er da im Abseits gestanden hat. Aber sehr schön gespielt, diese Flanke von Ledesma auf den da auftauchenden Chinchilla. Ja, dann das gestreckte Bein von Martin Hiden. Der trifft alles, nur nicht den Ball. Also, da habe ich schon Elfmeterentscheidungen gesehen. Der Abschluss von Leonardo auf jeden Fall regelwidrig. Und mittlerweile ist diese erste Hälfte Geschichte. Martin Hiden hat sich sehr beschwert beim Verlusttreffer. Er sei von Ledesma gefault worden. Jetzt braucht er sich nicht zu beschweren. Rapid hat den 0-1-Rückstand durch das Tor von Leonardo in der 9. Minute, in Minute 17 durch Mate Bilic ausgeglichen. Und dieser Herr, Radik Bebel, hat in Minute 34 per Kopf nach dem Eckball von Dollinger Rapid in Führung gebracht. Schrecksekunde für Grün-Weiß in der Anfangsphase, als die Altacher da sehr munter gekontert haben. Aber Rapid hatte hier über weite Strecken das Spiel ganz klar dominiert. Manchmal etwas zu viel Risiko genommen und somit den Vorarlbergern den einen oder anderen Konter ermöglicht. Es ist ja der Schlaf vor Mitternacht bekanntlich der gesündeste, Martin Hin, aber musste man die erste Viertelstunde heute dermaßen verschlafen? Ja, gut verschlafen. Im Prinzip die anderen Spiele haben wir genauso angefangen. Bissig und zweikampfstark, Chance herausgearbeitet und das haben wir heute sicherlich nicht. Also seid jetzt selber beim Anzug, glaube ich, nicht allzu gut ausgeschaut, auch wenn er mich vielleicht am Anfang gehalten hat, aber das ist Fuß bei uns nach hinten gewesen, Gott sei Dank. Wir spielen nicht überragend, aber wir haben zwei Tore gemacht, eine aus der Standard, wo wir sehr gut gestanden sind und eine herausgespielte, aber sonst ist derzeit sicherlich nicht allzu viel vorhanden. Sie selbst waren ja in fast jeder relevanten Szene dabei, beim 0-1 haben Sie gerade angesprochen, jetzt gerade hätte man Elfmeter auch fast geben können, oder doch ganz? Ja, gut, ich glaube, beide gehen hin und jeder versucht den Ball zu spielen und ja gut, also ich sage mal, heute haben wir vielleicht einmal in der einen oder anderen Situation das Glück gehabt und nicht abseits gegeben, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, müssen wir uns in die zweiten 45 Minuten mehr wie steigern. Und in Minute 21 noch ein sinnloses Anspiel, eine sinnlose gelbe Karte, die jetzt schon wie leid tut? Ja, sinnlos, man weiß nicht, was daraus passieren hätte können, also ich sage, lieber so ein Gelbe riskieren, als wie ein Torschuss oder ein Tor zu bekommen und das ist einmal so, als Verteidiger hat man nicht viele Möglichkeiten. Danke sehr. Wahre Worte eines Martin Hiden, auf jeden Fall einer der Hauptdarsteller in dieser ersten Hälfte. Das sind die Zahlen. Bei den Torschüssen nur eine knappe Überlegenheit für Rapid, aber zwei waren eben drinnen, einer noch dazu am Pfosten von Matthias Dollinger. Bei den Fouls haben, das kommt auch nicht überraschend, die Vorarlberger knapp die Nase vorne. Und bei den Zweikämpfen, da hat sich doch einiges gewandelt. Nach 30 Minuten ganz klare Überlegenheit für Rapid. Und jetzt schaut das Ganze schon etwas enger aus. Wir warten auf weitere 45 Minuten. Rapid führt zur Pause 2:1. Kann heute zu Hause wieder gewinnen. Enrico Pfister war der beste Zweikämpfer des SCR Cashpoint Altach in Hälfte 1. Einer von zwei Altachern, die eine positive Zweikampfbilanz aufzuweisen haben. Das sind beides Österreicher, Manuel Schmidt der Zweite. Im Übrigen, wenn wir schon davon reden, dass Rapid 6 Österreicher auf dem Feld hat, die Vorarlberger haben deren 8 und dabei bleibt es auch, denn Michael Streiter hat nicht gewechselt. Langsam
Aber sicher kommen auch die Grün-Weißen auf das Spielfeld zurück. Veli Kavlak, es ist dabei geblieben, die wenigsten Ballkontakte nicht nur bei Rapid, sondern aller Spieler auf dem Platz, wenn man mal die beiden Torhüter ausklammert. Die Rapid-Fans sind zufriedener, als es Martin Hieden im Interview nach der ersten Hälfte war. Jetzt geht's, wie Andi Herzog gesagt hat, rund. Altach hat zwar Anstoß, aber Rapid spielt in Hälfte 2 von rechts nach links und das heißt Richtung Westtribüne. Und Mario Krasnitzer wird dort im Tor der Altacher wohl kaum etwas hören. Auf geht's. Rapid führt 2-1, ist ebenfalls unverändert zurückgekommen zu Hälfte 2 und ist im Ballbesitz über Gyorgy Garic. Kein Abseits von Bilic, legt er zurück auf Basina, das ist mit etwas Glück gut gegangen. Linker wieder auf Bebel. Da ist Kavlak, wird gefault von Pfister im Bemühen, endlich wieder mal die Kugel zu berühren. In Wien war er kein Unbekannter, da hat er schon bei den Rapid-Amateuren kräftig aufgezeigt. Der breiten Öffentlichkeit hat er sich beim Hallencup 2005 vorgestellt. Mit etlichen tollen Tricks, guten Fußball und damals war er gerade mal 16 Jahre alt, Veli Kavlak. Wohl einer für 2008, Matthias Dollinger mit der guten Freistoßflanke. Alexander Guem, diesmal Herr der Lüfte. Jimmy Hoffer auf der Aufwärmrunde begleitet. Der hat wohl den gleichen Friseur von Mario Sara, dem Ex-Altacher. Eine richtige Figur im Vorjahr in der Red Zag ersten Liga, einer der Top-Vorbereiter der Altacher. Ist dem Lockruf zurück in die Wiener Heimat erlegen, hat aber noch keine Sekunde für Rapid in der Bundesliga gespielt. Bei Rapid erstes Aufwärmen, Altach wird in Kürze wohl zum ersten Mal wechseln. Frage, warum jetzt, warum nicht schon zu Beginn der zweiten Hälfte. Alexandre Dorta macht sich in jedem Fall an der Seitenlinie bereit. Unverdorben. Ein Doppelpass schiefgegangen, gut antizipiert wieder von Linker und vor allem von Bebel. Peter Linker schaut, sieht, dass Bilic in Abseitsposition war und macht den Querpass. Kavlak auf Garic. Eden muss auch warten, jetzt auch Basina im Abseits, jetzt wieder alles grün. Fehler von Kai Šopić, der kann den nicht einmal per Foulspiel ausbessern und Veli Kavlak kommt offensichtlich in Durchgang 2 auch richtig in die Gänge. Da muss eine Wurzel gewesen sein. Kein Foul. Ballverlust. Patrick Meyer, der wird es wohl in Kürze überstanden haben. Kein Abseits von Ledesma. Schnellräder wieder um einen Schritt zu langsam. Diesmal gegen Katzer. Bebel mit viel Platz. Links zieht Bilic auf. Aber der Pass kommt nicht an. Gut abgefangen von Schmidt. Wieder kein Abseits. Da zögert Helge Peyer. Und Gyorgy Garic hat da offensichtlich den Altacher Angreifer noch richtig irritiert. Peyer war schon auf dem Weg raus, geht wieder zurück. Und für mich war das ein Eckball. Das wäre der erste für die Altacher und den gibt es jetzt auch. Konrad Plautz hat den Assistenten overruled. Michael Streiter beendet den Auftritt von Patrick Meyer. Kurz nach Wiederbeginn. Das ist kein Wechsel, der irgendwas an der Taktik ändern wird. Alexandre Dorta wird exakt die Position einnehmen, die Patrick Meyer innehatte. Und der erste Ballkontakt von Dorta ist der erste Eckball der Altacher. Und der
ist schwach. Der Schnellräder hat sich da davon gestohlen, aber ist um einige Zentimeter zu kurz, um diesen Querpass anzunehmen. Aber die Idee war gut. Der eine kann nicht, der andere darf nicht. Steffen Hofmann wird wohl häufig hier als Daumendrücker zu Gast sein. Neben ihm Gernot Plassenegger, der noch immer keine Spielbewilligung hat. Rapid, Sie kennen die Geschichte, nicht gewillt, eine Ablöse an den GRK zu zahlen. Schnellräder. Versuchte da ein Foul von Katzer zu ziehen, aber auf Anzeige von Assistent Freund entscheidet Konrad Plautz auf Angreiferfoul und das geht auch in Ordnung. Da stößt Schnellräder mit beiden Händen Katzer zu Boden. Zweikampfsieger gegen Unverdorben. Der revanchiert sich mit einem Foul an Matthias Dollinger. Bilic im Zweikampf mit Chinchilla. Kein Foulspiel, weiter geht's. Der das gut erkannt hat, spielt eine Prachtpartie. Leonardo ist unverdorben. Aber jetzt geht es zu sehr in die Breite. Der Altach, jetzt der Versuch in die Spitze und der war gut und dann stehen sie einander im Wege. Ledesma links völlig frei, Pfister, den kriegt er noch. Und die Flanke direkt in die Arme von Helge Peier. Die zweite schwache Flanke von Enrico Pfister am heutigen Abend. Duem. Doppelpass mit dem Torhüter, jetzt wird der Raum etwas eng da draußen. Dorta. Der war unglaublich bemüht gegen den FC Wacker Tirol, sich immer wieder angeboten, wurde allerdings von den Mitspielern größtenteils negiert, bis zu seinem Austausch. Linker, unermüdlich in den Zweikämpfen. Dollinger von hinten gefault, von Unverdorben. Der defensiv mit dieser Rolle rechts im Mittelfeld doch das eine oder andere Problem hat. Da war er um ein paar Zentimeter zu spät dran. Rapid schon wieder im gegnerischen Strafraum oder zumindest am Strafraum durch Veli Kavlak. Garic elegant zurück auf Kavlak. Der wird zurückgehalten von Pfister, muss die nächste Gelbe geben. Und die gibt's auch. Dritte gelbe Karte gegen einen Altacher. Insgesamt vier hat Konrad Plautz schon verteilt. Da war Kavlak vorbei und im zweiten Versuch schafft es Pfister erst, den jungen Mann am Leibchen zurückzuhalten. Also Kavlak mit einer deutlichen Steigerung in den Anfangsminuten von Hälfte 2. Vielleicht liegt es auch daran, dass er jetzt vermehrt über diese rechte Flanke kommt und sich nicht mehr so oft ins Zentrum des Mittelfeldes fallen lässt. Dollinger hat
Da muss doch Krasnitzer hin und da kann er gar nicht mehr ran und hat Glück. Ball war lange in der Luft. Kommt in den 5-Meter-Raum. Eigentlich ein Fall für den Torhüter, der da für meinen Geschmack schlecht reagiert. Und da draußen ist es offensichtlich sehr rutschig. Nicht der Erste, der auf wenigen Quadratmetern einen Ausrutscher hat. Mario Basina hat es uns auch schon vorgemacht. Abseitsposition von Leonardo Pereira. Das war an der Grenze, war eine kleine Gratwanderung. Den nächsten Wechsel nimmt jetzt Michael Streiter vor. Vielleicht hat er mir zugehört. Unverdorben, der Probleme in der Defensivarbeit hatte. Auf der rechten Seite raus, Dario Baldauf. Eigentlich ein Linksfuß für die Position rechts. Rein, schöner Doppelpass, Bilic gestört von Cicilla. Und das regelkonform. Wieder tolles Zusammenspiel, Bilic, Basina, Bilic und Cicilla ganz blitzsauber mit dem Tackling im Strafraum. Ecke Dohlinger, da ist wieder Bebel, das hat heute schon einmal funktioniert, abgepfiffen. Einer fürs Familienfotoalbum von Veli Kavlak, schöner Schuss, aber bereits nach dem Pfiff. Dohlinger diesmal Richtung zweite Stange, da taucht schon wieder Bebel auf, kommt aber diesmal nicht ran. Da wurde geschubst und gestoßen. Und Konrad Plautz hat das Spiel schon vor dem Schuss von Kavlak unterbrochen. Walachowicz mit der Gestik. Alles nach vorne, Ball hier sehr lange in der Luft, Baldauf hat das gut erkannt und macht dann so einen Fehlpass. Diesmal klappt es, Baldauf, trickreich, Oliver Schnellrieder, brotlose Kunst, abseits von Bilic, schon angezeigt von Armin Eder. Und Christian Clement bekommt einen neuen Gesprächspartner. Einen Meter war Bilic da beim Abspiel zu weit vorne. Dorta. Ah, das war eine enge Entscheidung, aber ich denke, Markus Freund liegt wieder mal richtig. Ledesma und Leonardo da immer im Grenzbereich. War nah dran an der gleichen Höhe, aber doch 20, 30 Zentimeter abseits. Aber offensichtlich das jetzt auch die Taktik von Michael Streiter, wenn Rapid versucht, hier Druck zu machen, diese Konter so zu fahren. Ledesma und Leonardo allzeit bereit, um einen Steilpass anzunehmen, respektive dem nachzulaufen. Und die letzten beiden Male hat es aufgrund der Abseitsposition nicht funktioniert. Dort attackiert von Basina. Schmidt gegen die Laufrichtung von Ledesma. Cicilla schaut wieder, wo sind denn die beiden da vorne? Fast hätte es mit Ledesma geklappt. Pardon, das war Leonardo.
Jetzt mal Rapid mit dem 50-Meter-Pass von Martin Hieden. Oder hat sich Katzer verschätzt? Schmidt, diesmal kommt der Pass in den Lauf von Ledesma, aber dem springt der Ball vom Fuß. Da geht mal Alexander Guem mit. Sonst eigentlich auch nur bei Standardsituationen. Guem! Und die Nachschussmöglichkeit für Pfister wird vereitelt vom zurückgeeilten Willi Kavlak. So ein kleiner Ausrutscher, der fatale Auswirkungen haben könnte. Von Katzer nämlich. Aber ob da Guem wirklich aufs Tor schießen wollte, sei auch dahingestellt. Helge Peier wird auf jeden Fall zu einer Flugeinlage genötigt. Zwei Eisenschädel, die Folge Freistoß, nicht für ihn, sondern für Rapid. Kavlak versucht da sein großes technisches Können mal aufblitzen zu lassen. Schnellrieder ausgerutscht, aber ganz leicht berührt von Peter Linker. Das reicht Konrad Plautz schon für einen Foulpfiff. Respekt vor dem Alter des Oliver Schnellrieder. Da ist er wieder. 36 Jahre jung, kein bisschen müde. Seit 16 Jahren beim Verein. Den ersten Wechsel bei Rapid. Mario Basina hat ein sehr gutes Spiel in der Offensive abgelegt. Das Tor von Bilic mustergültig vorbereitet. Jetzt darf er sich ein wenig ausruhen. Und Erwin Jimmy Hoffer kommt zu seiner Heimpremiere im grün-weißen Dress. In Ried durfte er in der Schlussphase schon mittun, aber in St. Tanape ist er in der Bundesliga bislang noch nicht ausgelaufen und versucht es hier gleich mal mit viel Mut zum Risiko. Nicht nur Champions League gibt es in dieser Woche, natürlich auch UEFA Cup Qualifikation. Sanel Kulic wetzt die Messer. Heute sein dritter Doppelpack in der Schweizer Liga beim 4-0 von Sion gegen St. Gallen. Obacht, SV Joskuret. Das Spiel in der Phil Metallbau Arena am Donnerstag ab 18.15 Uhr bei Premiere Fußball International. International der Angriff der Altacher mit Ledesma und mit Schmidt. Tor! Und jetzt macht es ein Österreicher. Oh, hat sich der da im Rücken der Gegner davon gestohlen. Unfassbar für Georg Zellhofer. Und haben Sie die Augen von Roman Biwanik gesehen? Narrenkastern. Erstes Bundesliga-Tor für Manuel Schmidt. Beim ersten Spiel, besser kann es eigentlich nicht laufen. Die Vorarbeit von Ledesma quer durch den 5-Meter-Raum. Rapid mit begeisterten Beobachtern und Michael Streiter als kleines, erfreutes Rumpelstilzchen. Ja, wie heißt es so schön, entgegen dem Spielverlauf, aber die Altacher haben ihre Gefährlichkeit im Konter schon einige Male angedeutet in Hälfte 2. Hofer. Kein Foulspiel. Job
Popovic, kein Abseits von Leonardo. In der Mitte ist schon wieder Schmidt. Und da hat sich der gute Leonardo Pereira da Silva ein wenig übernommen. Also der Wechsel von Michael Streiter hat sich schon ausgezahlt. Baldauf spielt er jetzt den rechten Verteidiger und Manuel Schmidt hat rechts im Mittelfeld natürlich viel mehr Möglichkeiten, sich in die Offensive einzuschalten. Und die Beste hat er gleich zum Ausgleich genützt. Missverständnis, Hiedenpeier. Da gibt es jetzt auch das eine oder andere Wort zwischen den beiden. Versucht die schwierige Variante. Links wäre Pfista ganz allein gewesen. Und jetzt kann Rapid im eigenen Stadion mal kontern über Bilic. Der holt zumindest den Freistoß raus. Hat geschaut, wann kommen denn die Kollegen, wann rücken sie nach. Vorne war eigentlich nur Hofer. Und das ändert sich jetzt aufgrund dieser Standardsituation. Geht auch Josef Valachovic mit in den gegnerischen Strafraum. Der Slowake, der beim Gegentreffer zum 2:2 nicht wirklich gut ausgeschaut hat. Dolinger, Valachovic hat spekuliert. Der Ball war für ihn zu lang, aber Rapid bleibt dran. Kavlak, sofort gestört von Torta. Und jetzt heißt es 3 gegen 3. Gutes Zuspiel auf Leonardo, der versucht selbst und das war gar nicht mal so schlecht gelöst. Da musste Helge Payer auf zwei Varianten gefasst sein. Den schauen Sie, in der Mitte zieht auch noch Ledesma auf, aber Leonardo mit einem wuchtigen Direktschuss, allerdings auch ziemlich zentral auf den Rapid-Torhüter. Schmidt, den erläuft er nicht mehr, aber es gibt wieder Eckball für den SC Rheindorf-Altach und damit gleichen die Vorarlberger diese Statistik aus. An Ecken steht es ebenso wie an Toren 2:2. Kaschopic. Ja, das ist eine leichtere Übung für Helge Payer. Aber irgendwie hat dieser Ausgleich auch das Spiel des SK Rapid zumindest gedanklich ganz schön durcheinander gebracht. Kavlak auf Hofer, abseits, sagt Armin Eder. Kein Abseits, sagt Georg Zellhofer. Und ich sage, kein Abseits. Gleiche Höhe, aber Sekundenbruchteilentscheidung. Wir haben die Zeitlupe, Armin Eder hat sie nicht. Bilic. Und er versucht selbst. Und dadurch, dass dieser Ball als Aufsitzer im 5-Meter-Raum ganz schön krumm daherkam, war Mario Krasnitzer gut beraten, da noch den Arm in die Höhe zu bringen. Ja, durchatmen, Herr Streiter. Einwurf Rapid, Ledesma konnte den Ball nicht mehr laufen. Apropos laufen, der ist so viel unterwegs bei seinem Debüt. Fräulein Ledesma, bin nicht sicher, ob der 90 Minuten durchhält.
Die größte Gefahr für Krasnitzer und Co. jetzt wohl die Schnelligkeit eines Erwin Jimmy Hofer. Und die nächste Gefahr droht von der Rapid Bank, denn jetzt kommt dann wohl der Mann, der den SCR Altach fast in- und auswendig kennt, Mario Sara. Chinchilla. Akrobatisch dazwischen, der Pass war wieder für Hofer gedacht. Trotz der Fangesänge aus nahezu 15.000 Kehlen hat Oliver Schnellreder diesen Hallo-Wachruf seines Coaches aus der Coachingzone vernommen. Diesmal ein Missverständnis, einer der wenigen Fehler von Garic. Der hätte teuer werden können, aber da hat Hieden gut aufgepasst. So ist das 2:2 entstanden. Ballverlust von Rapid in der Vorwärtsbewegung. Dann geht Ledesma ab, schaut einmal, zweimal. Das Tackling von Valachowicz zu spät und Manuel Schmidt völlig ungedeckt. Da hat einiges nicht gepasst bei Grün-Weiß. Tja, Erfrischung tut gut. Noch etwa 20 Minuten für Herrn Ledesma. Kaum geschluckt, schon wieder am Ball. Und jetzt kommt es zum Wechsel. Radek Babel, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 für Rapid, hat seine Schuldigkeit nach 72 Minuten getan. Und nach Jimmy Hofers Heimpremiere gibt es jetzt die Rapid-Premiere von Mario Sara. Radek Babel hatte 57 Ballkontakte. Das sind die zweitmeisten bei Rapid zu diesem Zeitpunkt. Hat die Aufgabe, die ihm Trainer Zellhofer mitgegeben hat, bravourös erledigt und noch mehr, hat ein Tor gemacht. Frische Kräfte braucht der Rekordmeister. Verjüngung angesagt. Und der Österreicher-Anteil bei Rapid wächst natürlich durch die Einwechslung von Hofer und Sara weiter. Da ist Erwin Hofer. Oh, schauen Sie, was der da draußen veranstaltet. Gute Flanke. Gedacht für Mario Sara. Erwin Hofer gegen Kai Šopić. Der schaut da ganz schön alt aus. Und Hofer flankt nicht irgendwie, sondern mit Maß und Ziel. Dort hat das erkannt. Ecke Dollinger. Pavlak, zu kurz. Da ist Zara. Da vernascht der Ball da auf Hofer, wollte sich den Ball noch mal von links auf rechts legen. Abgefälscht von Schnellreder. Nächste Ecke für Rapid. Das ist die fünfte. Vier davon in Hälfte 2. Der beidbeinige Willi Kavlak darf diese Ecke von links mit rechts treten. Oh, Garic mit Problemen. Was ich den gelobt habe, das ist ein Fehler, der wieder teuer werden könnte. Zusammenspiel der beiden Sturmspitzen. Tja, und dann hat Leonardo Probleme, den Ball anzunehmen. Und der Schuss fiel auch nicht gerade toll aus. Aber Georg Zellhofer schwant Böses. Bei allem Respekt für die Offensivbemühungen von Rapid. So offen dürfen die Grün-Weißen hinten nicht sein.
geht's ratzfatz. Auf der anderen Seite schon wieder ein Foul an Mate Bilic. Und zuerst hat Willi Kavlak den Eckball reingebracht. Gleiches wird er jetzt mit diesem Freistoß machen. Oh, der ist gut und der ist drin. Markus Katzer mit der 3-2-Führung nach 75 Minuten. Erstes Saisontor für Markus Katzer, sein 17. Bundesliga-Treffer schon für einen eher defensiv orientierten Mann. Alle Achtung, aber was für ein wunderbarer Freistoß von Kablak. Über alle drüber. Vielleicht hätte der Krasnitzer wieder raus müssen, vielleicht auch nicht. Aber dass der Katzer sich da ganz rechts anschleicht, war auch nicht unbedingt auszumachen für Streiter und Designer. Gewonnen, schon zerronnen. Knapp 12 Minuten hat Rapid gebraucht, um hier erneut in Führung zu gehen. Und ich schaue gerade, wann der Markus Katzer denn zuletzt getroffen hat. Das war im April des Vorjahres. Beim 2-1 Heimsieg gegen Mattersburg. Peter Linker, Nachahmungstäter im Altacher Dress. Und Katzer freut sich, sieht jetzt wie alle anderen, dass Michael Streiter zum dritten und letzten Mal wechselt. Und Ledesma hat es überstanden. Tolles Debüt des Mannes aus Costa Rica. Starke Vorstellung, aber die Luft reicht nicht für 90 Minuten. Und ins Spiel kommt Oliver Matle, zuletzt 90 Minuten unterwegs gegen den FC Wacker. Dabei ein Torschuss nur, konnte seine Chance nicht nützen, daher heute auch nur Joker. Hofer, oh, da war bald auf, gerade noch dazwischen, aber es gab einen Foul. Konrad Plautz hat das auch gut erkannt. Foulspiel an Mario Sara von Alexander Guem. Vierte gelbe Karte gegen Altach und die geht völlig in Ordnung. Wie reagiert Altach? Nur mit Konterfußball werden sie wohl nicht mehr zu einem Punkt kommen. Aber was macht Rapid? Drückt der Rekordmeister hier aufs vierte Tor. Er macht es, aber Bilic macht das Tor nicht. Mitbekommen und dann auch noch eine von Sara. Richtige Freistoßentscheidung. Schildrieder, es hat nach Handspiel ausgesehen, nicht geahndet, aber so kommt der SCR Altach zu einem weiteren Eckball, zum dritten insgesamt. Und vielleicht geht ja doch noch was aus einer Standardsituation. Es geht auf jeden Fall in Kürze noch etwas für Peter Voriszek. Dorta wird die Ecke ausführen. Die erste, wir erinnern uns, war seine erste Ballberührung. War Güteklasse C. Was macht er jetzt? Der ist schon besser. Und da lauert Schnellrieder
an der langen Stange und bekommt den Ball nicht zurück. Das ist die Möglichkeit für Bilic und der war gar nicht leicht zu nehmen. Hier in Schräglage, halb abgehoben, gut erwischt, aber nicht mehr wirklich zu platzieren. Kein Vorwurf an Mate Bilic. Jetzt kommt der Wechsel, der angekündigte Matthias Dollinger, der Vorbereiter des 2:1 Führungstreffers von Rapid. Raus, offensiv, sehr stark, defensiv mit Nachholbedarf. Und Peter Voracek soll jetzt wohl in den letzten Minuten auch für Sicherheit und Ruhe im Spiel des SK Rapid sorgen. Die Rapid-Fans auf der Westtribüne haben etwas nachzuholen, denn durch diesen Treffer von Markus Katzer ist der Beginn der Rapid-Viertelstunde eigentlich völlig untergegangen. Aber was heißt der Rapid-Viertelstunde? In der Vorsaison ist diese Tradition eigentlich zu Ende gegangen, denn der hat Rapid in den letzten 15 Minuten die zweitmeisten Gegentore ligaweit kassiert. Alle Fans von Veli Kavlak und Co. werden wohl hoffen, dass sich das in der neuen Saison nicht fortsetzt. Kein Foultief nach dieser Attacke an Erwin Hofer. Pfister, kommt er zur Flanke? Naja, er holt keinen Eckball raus. Gut gemacht von Helge Payer. Und Pfister hat sich offensichtlich auch noch zu allem Überfluss wehgetan bei diesem Versuch des Querpasses. Nicht schon wieder einer. Vincenzo Zinner hat sich ja in den letzten Sekunden des Spiels am vergangenen Sonntag gegen Tirol verletzt. Muss 2 Wochen pausieren. Natürlich sehr viel Zeit. 8 Minuten noch plus Nachspielzeit, die es sicher geben wird. Allein schon aufgrund der vielen Spielerwechsel. Sarah. Markus Katzer gut gelöst mit dem rechten Fuß. Und dann hat Voracek geschaut, ob Sarah wieder startet. Dem war nicht so. Würde dann am liebsten selbst einwerfen. So eilig hat er es. Dorta. Ja, Kunststück von Leonardo. Linker war kurz dran und das reicht wieder für einen Foulpfiff. Einen Freistoß aus diesem Winkel und dieser Distanz genügt wohl ein Mauerstein und der heißt Mario Sara. Freie Sicht für Helge Payer. Gute Flanke und gut interveniert vom Keeper. Das war wieder abseits von Leonardo. Aufgepasst, Matle berührt den Ball mit den Haarspitzen und daher Leonardo in Abseitsposition.
Ganz geschickt macht er das, deckt den Ball sehr gut mit dem Körper ab, zwingt den Gegenspieler, in diesem Fall Guem, regelrecht zu einem Foulspiel. Und so vergehen wieder wertvolle Sekunden für Grün-Weiß und gegen Schwarz-Gelb. Alles nach vorn, das Signal von Mario Krasnitzer. Wird's geheißen, Altach hat hier nichts zu verlieren, außer einem weiteren Bundesligaspiel. Tja, drei Heimniederlagen, erstes Auswärtsspiel. Auch hier hat sich das Team bislang wunderbar präsentiert. Allein unterm Strich, um Martin Konrad zu zitieren, steht möglicherweise auch nach Runde 4 noch Punkte 0. Hat er zwei Anspieloptionen, wählt die Jimmy Hoffa und der macht wohl nicht das 4:2. Er wollte da nochmal aufspielen auf Bilic oder er war sich nicht sicher, soll ich schießen, soll ich aufrollen. Tolle Chance vertan. Der hat immer noch viel Kraft, ist immer noch sehr gut zu Fuß. Eine absolute Verstärkung für den österreichischen Rekordmeister. Auch wenn ihm dieser Pass jetzt misslingt. Was haben sie da geraunzt? Aka Gündis weg, Lavare weg. Mate Bilic ist für mich eine Symbiose aus Lavare und Aka Gündis. Ganz schön flott unterwegs und im Strafraum mit hoher Qualität. Hoffa im Abseits. Zusammenspiel der beiden Eingewechselten und hier ganz klar zu erkennen, Erwin Hoffa einen Meter in Abseitsposition. Entspannte Minen sehen anders aus. Ich möchte nicht wissen, wie die Fingernägel von Roman Piwanik nach Abpfiff ausschauen. 2,5 Minuten noch offiziell. Und Altach gibt sich bei Weitem nicht geschlagen. Warum auch? Schöner Pass von Katzer auf Hoffa und starkes Tackling von Alexander Guem, dem ich auch Abbitte leisten muss, den habe ich hart kritisiert, glaube ich auch zu Recht in den ersten 20 Minuten, hat sich extrem gesteigert. Sache. Ganz lupenrein war das nicht. Dorta. Schmid bietet sich wieder an, bekommt auch den Ball. Er springt ihm aber vom Stiefel und sein Ex-Kollege Sarah profitiert davon. Und Sarah sucht sofort wieder Erwin Hoffa. Oh, was stellt der da mit Buhemann? Hoffa! Knapp vorbei an einem weiteren Kandidaten für das Tor des Monats. Und der Jimmy zeigt, dass er nicht nur blitzschnell ist, sondern auch trickreich und unheimlich viel Gefühl im Fuß hat. Der wollte ihn dort oben in die rechte Kreuzecke platzieren. Und viel hat da wahrlich nicht gefehlt. Sekunden noch offiziell, 180 weitere
gönnt uns Konrad Plautz am heutigen Abend. Kluger Wechselpass, jetzt auch mehr Freiräume da vorne für Sarah und auch für Bilic. Wieder kein Foulpfiff. Und das bringt Georg Zellhofer in Rage. Der wird heute wohl wieder schlecht bei Stimme sein nach der Partie. Christian Clement bringt das, sage ich Ihnen, was ich es jetzt nicht sehen können, wieder alles in Ordnung, ganz ruhig. Zeigt jetzt auch die 3 Minuten Nachspielzeit an. So viel bleibt dem SC Altach noch, um hier vielleicht doch noch einen Punkt mitzunehmen. Müsste Eckball geben, wenn der Ball denn sich über die Linie bewegt. Und jetzt gibt es Abstoß. Naja. Das war die vorhergegangene Chance für Hofer. Da hat er zu lange gewartet. Abschluss oder Pass, dann sich doch für den Querpass entschieden. Aber dass er abschließen kann, auch wenn der bislang letzte Schuss nicht das Ziel getroffen hat, hat er schon gezeigt. Noch ein Anlauf der Schwarzen über Kai Šopić. Baldauf und Schmidt haben jetzt die Position gewechselt. Schmidt wieder zurück in der Abwehr. Baldauf fast als Rechtsaußen unterwegs. Aber der Ball kommt nicht auf diese Angriffsseite der Altacher. Das ist Leonardo, der nimmt Pfister mit. Pfister bedankt sich dafür. Wieder Leonardo. Und jetzt gibt es aber Ecke, oder? So ist es. Versuch für Alexandre Torta. Und jetzt sind sie alle mit, bis auf Torhüter Krasnitzer und Šopić. Der lauert vielleicht auf einen Schuss aus der zweiten Welle. Bald auf. Er ist ein Linksfuß, auch wenn er das in dieser Szene nicht gerade unter Beweis stellen konnte. Und jetzt gibt es auch noch zu allem Überfluss für die Altacher Einwurf für Rapid. Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Garic vorne, Kavlak ganz alleine. Garic versucht ihn auch einzusetzen und da kommt mit Riesenschritten wieder Pablo Chinchilla Vega. Aber Rapid kann sich wohl in den folgenden Sekunden darauf beschränken, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Allzu lang wird Konrad Plautz dem Treiben nicht mehr zusehen. So ist es. Ultimo. Rapid 3, Altach 2. Und ich denke, verehrte Fußballfreunde, da sind wir einer Meinung. Wir haben ein ausgesprochen unterhaltsames, flottes, gutes Bundesligaspiel gesehen. Georg Zellhofer wohl wieder um ein paar Jahre gealtert. Seine Mannschaft hat es ihm nicht leicht gemacht. Streiter, für ihn gilt eigentlich das Gleiche. Altach mit einer ausgesprochen guten Vorstellung, hat eine Schlafmützphase von Rapid in der Anfangsphase genützt. Allerdings nur 1-0 in Führung gegangen. Erinnern wir uns da an die Riesenchance von Harald Unverdorben. Rapid hat das Spiel gedreht. Altach ist noch einmal wie der Blitz aus heiterem Himmel hier zurückgekommen durch das Tor von Manuel Schmidt, aber nach der Standardsituation von Markus Katzer nach dem Freistoß von Kavlak war Feierabend für Schwarz-Gelb. Willi Kavlak mit einer ganz schwachen ersten und einer sehr starken zweiten Hälfte. Also wenn der Konstanz erlangt, 90 Minuten so spielen kann wie heute in den zweiten 45,
dann ist er vielleicht für Josef Hickersberger schon eine Überlegung für die Startelf nächste Woche am 16. August in Graz gegen Ungarn wert. Mate Bilic habe ich schon über den berühmten grünen Klee gelobt und jetzt gibt es die Welle vor der Westtribüne und betretene Minen wie jene von Oliver Matle bei den Altachern. Altach verliert also auch das vierte Bundesligaspiel. Da hat der zwischenzeitliche Ausgleich von Manuel Schmidt nichts ändern können. Und der Manuel Schmidt, der hat seine ersten 90 Bundesliga-Minuten absolviert und auch gleich einen Treffer erzielt. Gratulation dazu, aber wie egal ist es Ihnen? Einfach egal, schnurzegal oder völlig piepschnurzegal, weil eben doch verloren am Ende. Naja, das Wichtigste für uns ist, dass wir wieder auf die Erfolgsbahn zurückkommen und da ist mein Tor eigentlich relativ unwichtig. Also, weil wir verloren haben, wenn wir gewonnen hätten, dann wäre es schon wichtig gewesen, aber so ist mir eigentlich relativ egal, dass ich da geschossen habe. Sicher freut man sich, aber bei dem Ergebnis wurscht. Wie weit ist man denn weg von dieser Erfolgsspur? Ja, wir haben gesehen, wir haben in Führung gekommen, wir waren teilweise ein bisschen naiv auf der Seite, wir haben blöde Freistöße auf der Seite gehabt und die Rapidspieler haben sehr gute Kopfballspieler. Und das hat irgendwann einmal fruchten müssen, dass die Großen im 16er drinnen waren. Und beim 3-2 ist es genauso gewesen. Ich war auf der zweiten Stange und bin immer hingekommen. Der Ball ist immer länger geworden und das war leider das entscheidende 3-2. Aber nun haben Sie doch getroffen gegen Rapid, genauso wie Brettenthaler vor zwei Wochen. Wieso kennt denn der SK Rapid die Debütanten nicht? Ich habe keine Ahnung. Warum eigentlich auch? Vielen Dank. Tja, Ahnung haben auf jeden Fall unsere Premiere-Statistiker, die für Sie die Zahlen dieses Spiels nochmals auflisten. Es war, was die Torschüsse betrifft, da sehen Sie ganz schön knapp. Torschüsse aufs Tor ebenso. Bei den Ecken hat Altach in der Schlussphase dann auch aufgeholt und bei den Fouls sind sie in der zweiten Hälfte weiter davongezogen, die Aufsteiger. Ansonsten eine Statistik, die eigentlich von einem verdienten Sieg des SK Rapid Wien spricht. Bin gespannt, ob der Trainer der Wiener, Georg Zellhofer, das auch so sehen wird. Ich entlasse Sie in Ehren, liebe Fußballfreunde. Das war's von Ihrem Kommentator. Viel Spaß bei der Nachberichterstattung von und mit Martin Konrad und Andreas Herzog. Ein ambitionierter Aufsteiger bei der Auswärtspremiere im Hanapi-Stadion. Frech gespielt, am Ende aber verloren und deshalb enttäuschte Gesichter bei SCR Altach. Das vierte Spiel zum vierten Mal verloren und damit den zweifelhaften Rekord von Casino Schwarz-Weiß Bregenz aus dem Jahr 99 eingestellt. Auch damals der Aufsteiger aus Vorarlberg mit 4 Niederlagen gestartet, danach allerdings in Spiel 5 erfolgreich gewesen. Bei mir mittlerweile nicht nur der Experte Andi Herzog, sondern auch der Trainer der siegreichen Mannschaft, Georg Zellhofer. Wie sehr sind Sie heute wieder einmal von Ihrer Mannschaft unter Anführungszeichen im Stich gelassen geworden und gealtert? Im Stich bin ich nicht gelassen worden, gealtert schon. Wir sind einfach nicht in das Spiel hineingekommen. Viele haben geglaubt, es geht so weiter wie gegen Sturm Graz und nach einer halben Stunde führen wir 2-3-0 und wir wollten nur spielen. Wir waren zu unachtsam, vor allem in der Defensive. Wir haben uns 2 Tore selber geschossen. Gegen eine wirklich vielleicht routiniertere Mannschaft oder bessere Mannschaft, da kannst du das Spiel nicht mehr drehen. Und im Endeffekt hat dann zum Glück auch Altach Fehler gemacht und die haben wir ausgenüßt. Aber wir müssen uns steigern, das ist zu wenig. Also der Georg Zellhofer ist älter geworden, Andi Herzog. Sie wirkt noch immer jugendlich frisch, aber das, was Sie in der Pause gesagt haben, ist nicht ganz eingetreten. Rapid war nicht so souverän, wie Sie es zunächst geglaubt haben. Immer gedacht, dass sie eigentlich in der Defensive viel ruhiger stehen werden, dass das Spiel beherrschen werden, dass nichts mehr aufkommen lassen, dass den einen oder anderen Konter noch setzen, 3-1 führen und dann ist das Spiel gegessen. So hat aber dann Altach noch ausgleichen können und dann war es wieder spannend bis zur letzten Minute. Wir können uns auch einmal die ersten Tore ansehen aus der ersten Spielhälfte, auch für Georg Zellhofer. Das hat ja eigentlich für Rapid mit einem Schock begonnen, denn da sind vorne 2 Stürmer, die eigentlich, ich sag's einmal, zu flott, zu attraktiv gespielt haben für ihre Verteidigung. Ja, aber das haben wir auch bei der Besprechung ganz klar angesprochen, dass die zwei deine körperlichen sehr gute Spieler, die Bälle gut abdeckt und auch der andere von der Technik, von der Schnelligkeit sind das zwei sehr gefährliche Stürmer und da muss man konzentriert sein. Wir müssen zu Hause zumindest zu 0 spielen und dann bekommen wir unsere Chance und dann das erste oder zweite Tor schießen. Aber wenn man 0-1 hinten ist, dann ist es auch gegen so eine Mannschaft wie Altach, die gut kontert, schwer. Andi Herzog, Ledesma war für Sie, glaube ich, einer der Stärksten heute hier auf dem Spielfeld, der ja auch die Vorbereitung zu beiden Treffern letztlich
heute hier gezeigt und geleistet hat. Ja, war sehr auffallend und er ist für Altach irrsinnig wichtig. Und die Altacher zahlen jetzt leider noch das Lehrgeld als Aufsteiger. Solche Spiele hätten sie in der zweiten Liga nie und nimmer verloren, weil der Gegner einfach auch nicht so stark ist. Und sie müssen jetzt versuchen, die Fehler schnellstmöglich abzustellen. Und vor allem auch in den Kopfballduellen oder in der Luft müssen sie sich bei Standardsituationen viel besser anstellen. Sonst kommen sie von hinten immer so schnell weg. Stichwort Altach. Bevor wir mit Georg Zellhofer die erfreulichen Aspekte besprechen, nämlich die Tore zum Rapid-Sieg, wollen wir hören, wie es einem geht, der vorige Saison noch bei Altach gespielt hat, heute sein Bundesliga-Debüt für Rapid gefeiert hat. Mario Sara. Eingewechselt worden, Schwung gebracht, 3:2 gewonnen. Wie geht's dem Mario Sara? Heute geht's mir sehr gut, ja. Es war das, was ich jetzt schon brennt habe, die letzte Zeit, dass endlich mein Einsatz kommt. Dass gerade gegen die Ex-Kameraden halt ist natürlich doppelt schön. Apropos Ex-Kameraden, gegen die Ex-Kameraden haben Sie 2 von 7 Zweikämpfen gewonnen. Waren Sie noch etwas schüchtern den Ex-Kumpanos gegenüber? Nein, überhaupt nicht. Ich habe probiert, ein bisschen einen Schwung einzubringen. Ein, zwei gute Pässe, Aktionen sind mir gelungen und sonst eigentlich hat es gepasst. Ja. Tun Sie Ihnen leid, die Ex-Kollegen, die stehen mit 4 Niederlagen in Folge da? Ja, man, heute natürlich habe ich Ihnen keine 3 Punkte vergönnt, aber sonst ist natürlich, fiebert man ein bisschen mit den Ex-Kameraden natürlich mit, damit es ihnen nicht allzu schlecht geht. Aber ich glaube, sie haben genug Qualität da, dass sie noch einige Punkte machen werden. Aber Sie sind nun mal ein Wiener und Grün-Weiß steht Ihnen eh nicht schlecht. Vielen Dank, Mario Sara. Fairer Sportsmann Mario Sara. Wir wollen den Ausgleichstreffer aus der ersten Spielhälfte uns näher ansehen. Das 1:1 durch Mate Bilic, Minute 18. Die Entstehungsgeschichte dieser Pass von Dollinger, dann Bilic auf Basina, Andi Herzog. Da war zunächst viel Zufall, aber dann durchaus klasse zu sehen bei Basina und Bilic. Ja, das sieht man, der Basina anders als in Ritsch, schießt er hier nicht aufs Tor. Und die Altacher Verteidiger laufen alle auf die Torlinie. Und wie wir schon gesagt haben, ist natürlich eine ganz schwierige Situation zu verteidigen. Aber trotzdem hätten sie sich vielleicht untereinander besser verständigen können müssen, dass zumindest einer mit Bilic aufs Kopfballduell geht. Georg Zellhofer gegen Rapid, erste Hälfte wie aus einem Guss. Heute zunächst das 0:1 und dann auch weiterhin schwer ins Spiel gekommen. Dieses Tor sicherlich zum richtigen Zeitpunkt. Aber wieso hat man sich so schwer getan? Ich verstehe es ehrlich gesagt selber nicht ganz. Natürlich haben wir von der Punkteanzahl das erste Spiel verlieren wir in Mattersburg in der 87. mit einem Eigentor. Ried, muss ich sagen, haben wir sehr gut gespielt und machen die Tore nicht. Und heute spielen wir von Anfang an schlecht und werden gleich bestraft und die Mannschaft wirkt in gewissen Phasen einfach noch nicht gefestigt, gewisse Sachen verunsicherter und da müssen vor allem die routinierten Spieler mit der Brust vorausgehen, das ist entscheidend, denn ich werde hier einen Veli Kavlak oder andere junge Spieler, einen Hofer, nicht zur Verantwortung ziehen. Da müssen die routinierten Spieler einfach die Fahne hochhalten und die Klasse haben. Da müssen sie mir auch beweisen. Und trotzdem muss ich aber auch Altach ein Kompliment aussprechen, denn sie haben halt wirklich für mich auswärts eine sehr gute Leistung geboten, auf dem Konter gespielt und im Endeffekt haben wir heute wirklich zu viele Fehler gemacht. Kompliment, dass Ihr Trainerkollege Michael Streiter sicherlich gerne hört, auch wenn es wieder nichts wurde mit dem ersten Punkt. Michael Streiter bei Jörg Kühne. Ja, 4 Spiele verloren, obwohl man 4-mal nicht unbedingt das schwächere Team war. Michi Streiter, wie hoch ist denn mittlerweile schon der Verzweiflungsfaktor? Es ist natürlich nicht einfach jetzt nach dem Spiel, weil die Mannschaft eigentlich sehr vieles richtig umgesetzt hat und wir stehen wieder mit leeren Punkten da. Es ist ja so, dass wir beim Stand von 2:2 eine Riesenchance haben zum 3:2. Machen die leider nicht und dann kriegen wir einen Gegenstoß wieder aus der Standardsituation des 3:2. Es ist momentan sehr, sehr schmerzhaft. Die Mannschaft ist unterwegs. Sie muss sie von einer Woche auf die andere immer wieder so ein Ding holen, weil, so ein Loch holen, weil jeder bescheinigt, dass wir sehr gut unterwegs sind. Und jetzt muss ich es diese Woche wieder tun, aber jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir die Fehler abstellen, was wir da begehen. Und ja, wenn man normalerweise auswärts 2 Tore schießt, kann man damit schon rechnen, dass man mit einem Punkt nach Hause fährt. Es war leider nicht so und jetzt müssen wir weiterarbeiten an uns. Ist momentan sicherlich auch schwierig für die Mannschaft, für uns, aber es ist eine Lernphase, es ist eine absolute Lernphase. Und wenn man halt als Aufsteiger kommt und über weite Strecken sehr, sehr guten Fußball gespielt hat und eigentlich, als, wie Sie schon erwähnt haben, nicht als schlechtere Mannschaft, sondern als unglückliche Mannschaft da eben verloren haben. Und ja, wir müssen weiterarbeiten. Aber es passieren eben die Fehler, vor allem bei Standardsituationen, vor allem bei hohen Bällen. Heute die Kopfballgegentreffer Nummer 4 und Nummer 5. Wie viel Angst haben Sie denn schon bei hohen Flanken in den eigenen Strafraum? Ja, wie gesagt, wir waren letztes Jahr in dieser Ding, aber wahrscheinlich kommen auch die Bälle besser als wir in der Rezack-Liga und da müssen wir uns schnellest umstellen. Es ist ja so, da springen wir zu zweit und okay, so ein Ball wie jetzt da zum 2-1 wird es immer gehen, wo es 10 oder 2-3 Zentimeter geht, um den Ball richtig zu treffen. Aber auch das 3-2 ist
absolut unnötig gewesen, weil wir nicht aufpassen. Und wir müssen weiterarbeiten an der Geschichte. Wir machen es zwar schon immer wieder, aber ich hoffe, dass einmal der Funken dann umspringt, dass wir es auch wegbringen. Gibt es wieder Einzelgespräche auf der Rückfahrt? Heute nicht, weil ich privat war, weil ich jetzt in ein anderes Studio fahren muss zum Fernsehen. Deshalb bin ich jetzt bei der Retourreise mit dem Bus nicht unterwegs. Wer nächste Woche sicher wieder Gespräche suchen, aber nicht mehr in den Ausmaß, weil irgendwo ist dann schon nicht mehr zum Besprechen, weil es irgendwo dieselben Fehler sein. Da muss sich jetzt einmal die Mannschaft auch selber intern auf die Situationen einstellen, mit ihnen selber mal untereinander ausmachen, warum es dann wieder nicht hinhaut. Aber am Samstag müssen wir endlich die drei Punkte einfahren und da werden wir alles auslegen. Gegen Sturm Graz zu Hause, vielen Dank, Michi Streiter. Bitte. In der zweiten Hälfte dann zwei Tore, zunächst der Ausgleich zum 2:2 für Altach. Ein Tor, das viel überrascht hat, aber das nicht so überraschend war vom Spielverlauf her, Andi Herzog, oder doch? Nein, im Großen und Ganzen war der Altach nicht sehr zwingend, aber hier sieht man, Rapid hat den Ball unter Kontrolle, verliert ihn, wird ausgekontert bei 2:1 Führung und das darf einer Klasse-Mannschaft nicht passieren. Also sie haben sich in der Defensive alles andere als perfekt heute angestellt. Ja, Hoffer mit dem versuchten Doppelpass scheitert da und dann geht es relativ rasch. Ledesma wieder einmal Zweikampfsieger, zunächst gegen Valachowicz und dann mit dem Auge für Manuel Schmidt. Georg Zellhofer, Gastgeschenke kann man durchaus zu so etwas sagen. Wieso und warum macht Rapid heuer so viele? Das ist eine gute Frage. In dieser Situation haben wir Ballbesitz und mal ein Konter für uns und Andi spricht schon richtig an, aber Jury bekommt den Ball und braucht ihn nur nach vorne schlagen oder annehmen, dann geht es in die andere Richtung, aber Lachowitsch, Joshi rutscht dann aus und wir haben dann trotzdem, was ich nicht verstehe, auch wenn so ein Fehler entsteht, hinten keine Zuteilung, wir sind nicht in Unterzahl, sondern wir sind gleich und da muss man dann auch schauen, wo der Ball ist und mein Gegenspieler und wir schauen nur nach vorne und hier sehen wir den Gegner, der in den Rückraum hineinkommt. Also im Endeffekt sind es Eigenfehler und wir machen einfach zu viele Eigenfehler momentan noch. Das sollte nicht passieren und dann bekommt man auch die Tore. Was viel überrascht hat, war der Wechsel Hoffer für Basina. Basina war angeschlagen, also hatte eine Verletzung schon in der ersten Halbzeit und wir haben schon überlegt, in der Pause zu wechseln und hatte eine Rissquetschwunde, glaube ich, auf dem Schienbein und konnte dann nicht mehr weiterspielen, wobei ich sagen muss, dass Hofer für mich überzeugt hat. Er hat wieder einen neuen Wind hineingebracht, einige gute Chancen, eine Flanke, ein Tor kann er selber machen. Also er ist einfach ein Unruheherd und er spielt sehr unbekümmert nach vorne und ist wirklich auch sehr schnell. Also für uns war es ein guter Wechsel. Und auch Willi Kavlak hat in Hälfte 2 gezeigt, wozu er fähig ist, war auch der Assistgeber zum letztlich 3:2 Sieg für Rapid. Standardsituation Freistoß. Zuvor sehen wir aber hier noch Chancen von Altach und Rapid, nämlich zwei Schüsse. Die waren in dieser Phase, wo das Spiel auf das Messer schneide war, Andi Herzog. Da waren Chancen auf beiden Seiten da, um möglicherweise die Entscheidung sogar zugunsten des Aufsteigers herbeizuführen. Ja, die Altacher haben hier munter mitgespielt, also man muss ihnen schon ein Kompliment machen. Eine kleine Fehler oder eine grobe Fehlentscheidung war auch einmal, weil der Hofer allein aufs Tor gelaufen hat, der Schiedsrichter abseits gegeben. Aber im Endeffekt war Rapid heute ein bisschen die glücklichere Mannschaft. Und nun, wie gesagt, die Altacher werden die nächsten Spiele sicher auch einmal ein Erfolgserlebnis brauchen und es wird ihnen auch gelingen, weil mit den zwei Stürmern, vor allem zu Hause, werden sie noch genug durcheinander wirbeln. Ja, Mate Bilic mit diesem Schuss und jetzt das 3:2, die Standardsituation, Willi Kavlak mit dem Assist und wieder mal per Kopf für Rapid, diesmal erfolgreich Markus Katzer nach 16 Monaten, war natürlich auch verletzt mit diesem wichtigen 3:2 Treffer. Wie sehr freut sich, dass gerade er diesen Siegestreffer heute hier zieht. Er hat keine leichte Zeit hinter sich. Vor ihm das Frühjahr war eine einzige Katastrophe. Zuerst in der Kreuzbandriss und dann hat es klar Operationen gegeben, noch mit den Stirnnebenhöhlen und Nasen waren entscheidend, da kann es keiner aufziehen, was er alles gehabt hat. Und er ist ein Spieler, der von der Dynamik lebt und von der Kraft und er braucht Spiele. Und wir wissen aber, was wir bei Markus haben. Er ist bei Standardsituationen sehr gefährlich. Er ist vom Einsatz her wirklich ein sehr ehrlicher Spieler, dem er 150% gibt. Und er wird seine Zeit wieder bekommen, dass er auch noch weitaus besser spielen kann. Georg Zellhofer, auch wenn die Mannschaft nicht immer den Anschein erweckt hat, ich wünsche Ihnen ein langes Leben und jetzt noch einen schönen Abend. Dankeschön fürs Kommen. Und der Torschütze zum 3:2, Markus Katzer bei Jörg Kühn. Ja, nach 16 Monaten von einer Weltreise zurückkommen oder nach 16 ganz bescheidenen Monaten wieder mal einen Treffer erzielt zu haben, Markus Katzer. Was ist denn lustiger?
Naja, ich finde, jetzt habe ich lange ein Tor gemacht, das hat mich schon ein bisschen gewurmt. Jetzt ist mir endlich ans gelungen und das Entscheidende auch noch und das ist umso schöner. Trotzdem, wie langweilig könnte es denn über die Saison werden, nur hier in Hütteldorf zu gewinnen? Man sollte es auswärts auch mal probieren. Nächste Gelegenheit bei der Austria. Ja gut, nächste Woche haben wir die Austria. Das Wichtigste ist, dass wir haben schon viel besser gespielt auswärts und haben keine Punkte gemacht. Heute haben wir nicht so gut gespielt, haben 3 Punkte gemacht. Das ist das Allerwichtigste. Jetzt sollten wir Selbstvertrauen mitnehmen von dem Sieg und schauen, was gegen die Austria drin ist. Und den lästigen Europacup erspart man sich diese Woche auch. Vielen Dank, Markus Garzer. Gratulation. Dankeschön. Hier sehen wir nochmals den Treffer zum 3:2 von Markus Katzer. Setzt sich da gegen Schmidt, der zuvor das 2:2 erzielt hat, durch. Andi Herzog, was kann man am Ende für beide Teams festhalten? Rapid, Arbeitssieg, war wahrscheinlich wichtiger, als in dem Fall zu sagen, schön gespielt und dann vielleicht trotzdem keine Punkte gemacht wie in Ried. Ja, man kann so und so sehen. Einerseits sind sie nach einem frühen Rückstand gleich wieder zurückgekommen. Es hat ihnen aber an Souveränität gefehlt. Also sie sind sicherlich noch nicht am Leistungszenit angekommen. Wie der Georg Zellhofer gesagt hat, die erfahrenen Spieler müssen da das Heft viel besser in die Hand nehmen. Jetzt geht es gegen die Austria, das Derby, das ist, hat eh wieder seine eigenen Gesetze. Da stehen beide Mannschaften oder Austria steht vielleicht sogar noch mehr unter Zug. Klar, Austria ist 3 Punkte hinter Rapid. Richtig, darf man nicht vergessen. Andererseits darf Rapid nicht jedes Auswärtsspiel verlieren. Wenn du Meister werden willst oder unter die ersten 2 kommen willst, muss man auch auswärts einmal punkten. Für Alltag ist es so, dass sie eigentlich für einen Aufsteiger erfrischend gespielt haben, aber ziemlich naiv leider auch in der Defensive. Und durch das haben sie das Spiel auch heute verloren. Wir reden eben über die Österreicher, die gespielt haben. Heute waren 6 zu Beginn bei Rapid, dann waren es 8. Bei Alltag von Beginn an 8 Österreicher. Wer ist da sozusagen so interessant von den Spielern, die heute hier zu sehen waren, die Sie dann auch Ihrem Chef Josef Hickersberg empfehlen können? Ja, war eh heute hier im Stadion. Also man kann jetzt nicht von einem Spiel alles abhängig machen. Aber man hat gesehen dann beim Jimmy Hofer, dass das sicherlich in der Zukunft bei Rapid ganz ein wichtiger Spieler wird, weil er einfach aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Torgefährlichkeit für Rapid extrem wichtig sein wird und der wird seinen Weg auch machen. Wir sehen nochmals Jimmy Hofer bei seiner besten Aktion, hatte viele, aber bei der fast seinen ersten Bundesliga-Treffer. Hätte auch machen müssen, wäre für ihn auch wichtig gewesen, dass er weiß, dass er auch in der obersten Spielklasse auch ein Tor schießen kann, aber hat er es halt für die Austria aufgehoben. Andi Herzog als Prophet, wir werden sehen, nächsten Samstag können Sie ja live dabei sein, beim Wiener Derby auch als Einzeloption auf Premiere Fußball international zu sehen. Jetzt wollen wir das Gewinnspiel auflösen. Frage lautete ja, wann der GAK seinen 100. Geburtstag gefeiert hat, das war vor 4 Jahren. 2002, damit Antwort B und gewusst hat das ein Steirer, nämlich Christian Ecker aus 8750 Judenburg. Gratulieren sehr herzlich und wenn der GAK das finanzielle Tal überschreiten sollte, wird er nächstes Jahr auch seinen 105. Geburtstag feiern. Wenn es richtig ist, machen wir jetzt einen Blick auf die Ergebnisse dieser Runde, Runde 4 in der T-Mobile Bundesliga. Wir sehen also Rapid-Sieg gegen Cashpoint Alltag mit 3:2, war somit der 3. Heimsieg in dieser Runde. Gab es auch noch den Sieg von Salzburg gegen den GAK und von Sturm gegen Ried. Dazu das Unentschieden zwischen Tirol und Austria und der einzige Auswärtssieg, der gelingt der Überraschungsmannschaft aus dem Burgenland. Mattersburg 2:1 bei Superfan, damit die Mattersburger auf Platz 3 weiter hinter Salzburg und Tirol. Rapid mit dem Sprung nach vorne, 6 Zähler gemeinsam mit dem FC Superfan, jetzt auf 4. Die Austria auf 8 mit 3 Zählern, ebenso wie Ried und wie schon mehrfach erwähnt, punktelos noch auf Platz 10 mit 0 Zählern und einem Torverhältnis von -5. Alltag. Blick auf die Torschützenliste ist eine derzeit klare Angelegenheit für Alexander Zieg.